Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. To die. So, Tagesaufgabe. Wir müssen zwanghaft versuchen, irgendwie Geld locker zu kriegen, damit wir diesen blöden Wasserfilter endlich kaufen können. Kaum regnet, hauen die Zombies ab. Ich habe einen Motor gefunden. Was hat denn der für einen Wert? Bei 100. Das reicht nicht, Jasmin. Es reicht einfach nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich in diesen 3-Dollar-Store reinkomme. Oh, das könnte man noch verkaufen. Wie kannst du nur sehen, was der kostet? Rechts daneben steht 2000. Nein, steht da Verkaufspreis oder was? Achso, das, was du im Inventar hast, wenn du es anklickst, ganz oben. Rechts. Steht, genau. Verkaufspreis, da krieg ich ja hier für gar nichts viel. Nee. Ja, nur für die guten Sachen, ne? Oh nein. Das ist ja ärgerlich. Oh, Kacke. Wo bist du denn überhaupt? Unfähig. Oh, ich höre hier schon einen Zombie. Keine Ausdauer. Oh, mein Gott. Ich gehe wieder rein. Glücklicherweise bin ich nicht infiziert. Kannst du Honig kaufen beim Händler? Ja, aber ich will das Geld eigentlich für den Wasserfilter aufsparen. Ja, hättest mal das andere mitgenommen. Ja, man hätte jetzt auch nach Hause gehen können und die Jetons holen. Oder man geht looten. Weg mit dir, du Unhold. Das Dach möchte nicht repariert werden. Puh, also meine Ausdauer hat echt zu leiden. Ich habe Angst, dass der Boden wegbricht. Die Frage ist, bin ich hier alleine? Nein. Ah, wer spricht da? Du bist nie alleine. Oh mein Gott. Jasmin, Hilfe. Nein. Da ist so eine gruselige Stimme, die sagt, ich bin nicht alleine. Und hier ist voll dunkel gerade. Ich sehe gar nichts mehr. Ja. Ich bin hinter dir. Ohne Witz. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich auch nicht. Also ich sehe ihn nicht. Das sagst du öfter, ne? Ich bin hier absolut im Dunkeln eingesperrt. Kann ich schon eine Fackel machen? Ach, Fackel? Fertige. Wo? Du bist nass, hä? Ist da ein Loch im Dach oder was? Ach so, Kriecher. 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 Frischer ist er. Frischer. Ach, come on. Das ist jetzt kein Ernst hier. Ah, schon viel besser. So, was können wir denn noch mitnehmen hier? Dann können wir das doch klein machen. Können wir die Dose noch mitnehmen? Die zwei. Ah, ich habe mich nicht getraut, da runter zu springen. It is forbidden to smoke inside these premises. Ah. Könnte mal wieder aufhören zu regnen, ne? Das wäre ganz schön. Renne. Schmor in der Hölle. Nein. Bist du immer noch in dem Haus? Hallo? Bist du immer noch in dem Haus? Ich bin gleich tot.
Nee. Echt jetzt? Ja, ich muss hier raus. Warum machst du dieses, Patrick? Weil ich an diese Kiste daran wollte, an diese eine da. Ja, und bist du rangekommen? Nee, bis jetzt noch nicht, aber ich habe eine Idee. Ja. Schön, dass du gleich stirbst. Ja, noch nicht. Oh, hier ist noch ein Buch. Vielleicht habe ich nicht die Idee. Ich denke, du hast sie nicht. Das muss mal weg hier. Das kann jetzt nicht allzu lange dauern. Ich habe Fahrzeuge und Fahrräder Stufe 1 freigeschaltet. Oh, das ist gut. Was kann ich da jetzt machen? Fahrräder, glaube ich, herstellen, ne? Meinst du? Habe ich einen Kaffee? Nee, aber ich bin durstig. Ach, das wäre so schön, wenn du hier wärst, Jasmin. Du hast gesagt, ich soll nicht dahin kommen. Ja, ich bin doch ganz woanders mittlerweile. Ne? Das hast du ja nicht gesagt, ne? Ob ich da schon durchpassen würde? Jo, ich kann Fahrrad bauen, wenn ich alles hätte. Ja, oh, geil. Wir brauchen Räder, Fahrrad, also den Licht. Den Fahrradgestell. Lenker und mechanische Teile. Ja, mechanische Teile haben wir auf jeden Fall. Also ja. Die halbe Miete ist doch schon getan, hä? Aha. So, jetzt kommt gleich der Moment der Wahrheit. Bin ich stark fettleibig oder passe ich da durch? Du bist. Na, notfalls, ich habe noch Tierfett in der Tasche. Ich könnte hier die Ränder einschmieren, ne? Oh nein. Ich passe da so nicht durch. Da. Ah, den könnte ich auch schon machen. Oh, der bringt 90. Ich kann auch hier Schraubenschlüssel, also die Pumpenzange, da kann ich auch machen. Brauche ich nur geschmiedetes Eisenmischer, mechanische Teile und Klebeband. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Buch und Tech Planet. Oh, ich fühle mich so gebildet. Wo bist du jetzt? Ich baue mir gerade einen Weg zum Hauptloot. Achso, du bist immer noch nicht draußen? Nein, nein. Wenn alles gut läuft, werde ich mir gleich einen Weg nach draußen bauen. Aha. Oh, was ist das denn hier? Werkstatt mit Schmiedewerk, wenn verbessert die Hörner. Oh, ein Amboss. Es macht mich schon ziemlich kürre, dass die ganze Zeit hier an der Wand rumkloppen und zwischendurch laufen, ne? Nö. Nicht, oder? Nicht. Oder nicht? Mensch, hier ist ja auch einiges, du. Ich hätte gerne bessere Spitzhacke. Ich habe gar keine. Hast du die gefunden? Nee, ich hab, also, ja, weil ich ja gar keine habe. Also ich hätte gerne eine bessere Spitzhacke statt der Steinkeule hier. So, ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch gar keine. Kannst du schon eine bauen? Nee. Aber ich kann diese Pumpenzange zum Autos abbauen, kann ich bauen. Ja, das ist doch auch schon mal was. Die können wir auch gebrauchen.
Brauche ich auch einiges für. Habe ich ja eben vorgelesen. Wie du erfahren wirst, wenn du dir die Folge anguckst. Da ist er sprachlos. Nee. Ich bin hier nur ganz nah am Feind dran. Ach, come on. Come on. Oh. Es ist hier auch noch eine verschlossene Kiste. Kommt so klar da, oder? Die wird verschlossen bleiben, sag ich dir. Geil. Auch geil, dass die Zombies die Treppengeräusche nachmachen, obwohl die gar nicht die Treppen laufen. Lustig. 100 Tacken. Den Hammer benutze ich eh nicht. So. Haben wir jetzt davon. Wir rollen den jetzt schon wieder rein. Tue ich mir jetzt nicht an. So Jasmin, jetzt verraten mir doch mal einen Trick, wie ich hier hochkomme. Keine Ahnung, ich gehe gleich auf jeden Fall zum Haus zurück. Während mein Inventar voll ist. Weil ich voll bin und es bald dunkel wird. Ja. Der macht bestimmt gleich zu hier bald. Na, wir haben erst 16 Uhr. Nee, 17 gleich. So, jetzt können wir erstmal ein bisschen basteln hier. So, ich brauche den Baublock. Sollte reichen. So. Hey. Was hast du denn, hä? Hey? Ich kann mich hier nicht rausbauen. Dann ist das so, Patrick. Da ist dein Plan wohl mal wieder nicht aufgegangen. Wie viele Federn haben wir denn jetzt? 203. Das reicht ja immer noch nicht. Das ist doch voll der Mist. Oh nein. Ist das dir warm? Habe ich von dem ganzen Rumgehopse keine Ausdauer mehr. Hätte man nicht so viel gehopst. Oh, ich sag dir das. Ja, zumindest kriege ich Eisen in Massen, Jasmin. Ich kann jetzt einen Eisenwarenladen aufmachen. Mach doch. Ich habe irgendwie Angst, dass sie jetzt hier durch den Tunnel kommen. Nur 1,5 Blöcke, deswegen. Ich komme aber auch nicht hoch. Oh, was ist das denn cooles? Bauplan Handgriff Mod.
Damit kannst du eine Mod herstellen für die Handmod. Hm? Das ist mir klar. Das ist ein Griff. Hm? Mhm. Sag bloß. Sag bloß, wer sitzt auf deinem Schoß? Ja! Licht, Jasmin, Licht, ich bin frei. Ich komme hier nicht raus. Oh, das war ja einfach. So, hier haben wir auch noch was Feines für mich. So. Tada! So, der große Held geht jetzt auf den Weg zum Händler und organisiert sich einen Filter. Hast du genug, ja? Bist du jetzt wirklich schon nach Hause gegangen? Ich gehe hier gerade um die Ecke. Muss ich jetzt wieder zurück? Ja, du hast noch die Jetons. Du hast schon ausgegeben. Deine? Ja, du hast mir zu lange gebraucht. Das ist ein Witz. Ja, ist das. Kannst du mir ein Stück entgegenkommen? Ich bin mega langsam. Ja, klar. Seh dich ja schon. Dann schmeiß ich dir zu und ich gehe schon mal zurück. Ich habe nämlich noch Essen und so gefunden. Geil. Kochst du was Schönes heute? Vielleicht. Was zitterst du so? Ich? Ja, hast du Angst? Ist hier kalt? Ich werde aggressiv, wenn ich dich sehe. So. Das gibt mir jetzt zu denken. Ja, sollte es auch. Hast mal was zu tun in deinem Kopf. Wie meint ihr das denn jetzt? Mein Vakuum ist überlastet. Das tut weh. So viele Gedanken in meinem Kopf, das ist schwer. Merkst du sowieso nichts mehr. Mein Kopf ist runtergefallen. Die Gedanken waren so schwer. Osbert schläft, ey. So. Jetzt aber. Pass auf. Business, ich pass auf. Ich verkauf das. Ist gut, das. Ich verkauf das hier sowieso. Davon verkaufe ich erstmal nur zwei. Komm, was? Maschinengewehrteile. Der muss weg, leider. Oh, kacken. Was denn? Das reicht nicht ganz. Willst du mich verarschen? Kannst du nicht rechnen, oder was? Psst, Jasmin. $160 fehlen mir. Dein Ernst? $60 fehlen mir. Das kriegst du ja wohl jetzt noch hin. Ich bin pleite. Oh. Wie in echt, ne? Kennst ja schon. Ja, ja, du bist eine teure Frau. Ich? Was? Wenn ich Blei und Eisen verkaufen würde. Aber ich meine, Eisen kriegen wir ja überall, ne? Mhm. Geil, ich habe einen Wasserfilter. Don't let the door hit you on your way out. Jasmin, wir werden nie wieder Durst leiden. Achso, ich kann ja gleich noch eine Quest mitnehmen. Hast du nur eine Aufgabe für mich? Und wie geht das Ding jetzt? Stellt man denn nach draußen oder was? Na, wir müssen dafür was bauen. Also wir müssen so einen Tauffänger, Tausammler bauen. Mhm. Was brauchen wir für den Tausammler? Tausammler. Ey, hier ist alles voller Wasser. Hier ist irgendwie so eine Art Kläranlage oder so. Oh, voll geil. Wir haben alles für den Tausammler. Jetzt ist die Frage, muss der draußen stehen? Dann würde ich den vielleicht in einem Käfig auf dem Dach machen, damit die Geier den nicht kaputt machen. Jetzt rate mal, wo wir ganz viel Wasser haben. Hinten. Bei uns hinten. Ja, da ist ein Teich, ne? Nee, Kläranlage oder so.
Achso, ja, da musst du aber aufpassen, eine Stufe 4, ne? Zombies. Ne, da bin ich ja jetzt nicht, ich geh jetzt nach Hause. Hab ich nur noch nie gesehen. Oh. Geil! Geschossspitzen, Jasmin. Geschossspitzen. So, jetzt sortiere ich erstmal weg. Oh, das ist doch die Butze hier aus der anderen Map, wo wir waren. Das ist ja geil. Geil. Ja, ich erinnere mich, hier war immer viel los, ne? Das ist ja geil. Nee, das ist so semi-geil. Du hast dich doch gefreut. Jasmin! Ich glaube, es ist Sommerschlussverkauf. Die Frau verfolgt mich. Die hat ein Problem mit dem Kleid, was ich mir ausgesucht habe. Ich sehe da drin viel schicker aus. Wahrscheinlich hast du auch weniger Geschmack als sie. Das kann nicht sein, die will das Kleid unbedingt wieder haben. Kann ich mir aber gut vorstellen. Ja, ich auch, ich bin ja mit dir zusammen. Hm, pass mal auf. Wenn du den morgigen Tag noch erleben möchtest. Oh, das war zu laut. So. Hm. Hast du eigentlich Fleisch noch? Fleisch? Mhm. Ja, 10 Stück. Oh, sehr gut. Sehr gut. Oh, ein Glück sind die ein bisschen dumm. Oh Gott, der ist aber... Vielleicht passen sie sich dir einfach nur an. Der ist aber drahtig. Also einen Amboss hätten wir auch schon mal, ne? Ja. Hab ich gefunden beim Händler, übrigens. Nur mal so nehmen. Ne? Ich habe hier so ein paar Groupies. Jasmin, die verfolgen mich. Oh. Ausdauer. Oh, Madam. Oh, ein bisschen aufdringlich gewesen jetzt. Hier einmal das Trinken da mit rein kurz. Wie viel brauche ich denn für einen starken Schlag eigentlich? Ich bin voll langsam, weil ich Durst habe. Hätten wir noch 833 Jetons gehabt. Das wird zu aufwendig. So. Das ging doch simpel jetzt hier. Bin leider nur ein bisschen durstig. Das muss ich erstmal gegenhalten. Ja, keiner von den Schlawinern hat einen Loot wegfallen lassen, ne? Mit so einer Flasche Wasser. Ah. Oder ein Kaffee. Wieso hast du eigentlich in zwei Kisten Kleber drin? Wo habe ich Kleber? Ja, komm. Hä? Nee, ich packe hier unten so gut wie gar nichts rein. Ich habe jetzt den Kleber da reingepackt, wo der Kleber war. Ja, ist doch gut. Ja, und in der anderen Kiste gibt's den auch nochmal. Mhm. Ja, ich war das nicht. Ich habe hier unten kaum was reingepackt. Wenn ich nur zu Hause bin. Au, oh, oh, mhm. Kann das schlecht sein, du Otto, ey. Hab ich? Die hab ich. Die könnten wir verkaufen, aber ich habe keinen Platz dafür. Lassen wir das. Ja, gute Entscheidung. Lassen wir das. Ja, ich komme jetzt erstmal nach Hause. Wie gesagt, würde ich gerne den Tausammler aufs Dach bringen. Und andererseits würde ich aber auch gerne mal das Grundstück abstecken und die Gartenfläche. Das wäre halt schon ziemlich geil, Jasmin. Mhm.
das Big Hitters. Erfahre alles über die neuesten Knüppel und Schläger für Sport, Heimverteidigung und Bandenkriege. Verbessert die Fähigkeit zur Fertigung von Knüppeln. Jasmin? Ich weiß jetzt, wie wir einen richtig geilen Knüppel herstellen. Wir fangen Bandenkrieg an. Mhm. Raketenwerferteile. 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 Ja, ich komme erstmal. Ich komme erstmal Häme. Häme. Bleib der Häme. Meine Wenigkeit würde ja langsam gerne mal ein Gebäude anfangen zu bauen. Ja, würde ich auch machen, wenn Blutmond das ist. Wäre halt geil, wenn wir schon den Zementmischer und so hätten. Ja. Und eine Werkbank. Ist ziemlich frech, wie lange man looten muss, bis man die Sachen bauen darf. Und daran frech. Dauert so lange. Ja, streng dich mehr an. Bitte, Jasmin. Achso, warte mal, hier, wo wir schon mal dabei sind hier beim Thema Intelligenz, ne? Ich wäre gerne ein besserer Ingenieur. Ja. Oh, reicht nicht. Reicht auch nicht. Ah, dann spare ich mir erstmal meine Punkte. Haben wir schon immer so weit weg gewohnt? Ich brauche ein Auto. Das habe ich mich vorhin auch gefragt. Ich brauche definitiv ein Auto. Ich bin zu fett, um diese Strecke zu Fuß zu gehen, Jasmin. Oh. Oh. Ich kann dir sagen, was ich mir beim Händler nicht geholt habe. Honig. So. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, warum meine Ausdauer eigentlich so extrem schnell weg ist. Aber die Frage hat sich mit einem leichten Blick nach links selbst erledigt. Eigentlich jetzt. Ja, ich bin nämlich 5,6% infiziert, Jasmin. Jo. Diese Infektion sorgt dafür, dass ich hier an meinem Schreibtisch mich einpinkel. Geil. Aber hier ist bestimmt auch so guter Loot drin. Wasser, Wasser, Wasser. Wir brauchen Wasser. Oh ja, ich brauche Wasser. Ich kann doch das schon abkochen hier. Was brauchst du? Du brauchst Wasser? Ja. Ja, am besten wäre ja, wenn wir den Tee draus machen, nein, damit wir aus dem Teich trinken können. Und dann nur bei Bedarf gegenheilen. Ach, Mist, ey. Das ist eine ganz schön weite Strecke, Jasmin. Ach, hätte ich doch nur ein Gläschen Honig. Mein Leidensweg ist lang. Für vieles zum Essen kochen Wasser, ey. Für die guten Sachen.
Jo. So, wenn ich jetzt Dünnpfiff kriege, ist auch egal. Ich bin ja sowieso erkältet. Kann der ja ein Tee machen. Ja, das wäre eine liebe Option von dir. Ja, wenn du da mal rausgehen würdest, dann... Klein Moment, junge Dame, klein Moment, hä? Dann trinke ich mal was. So. Wunderbar. Samen, wo haben wir denn die? Hier. Die hast du da hinten bei den? Ja, ich hab doch schon. Boah, 10-mal Wasser? Ja. Wie hast du das denn gemacht? Ja. Er muss ja halt mal looten, ne? Hä, bist du doof? Ich hab sogar den Amboss und so. Also sei mal ruhig. Musst du mal mit der Gläser in den Bach gehen. Hä? Mit der Gläser? Das geht doch gar nicht. Ich weiß. Wie heißt das Ding nochmal? Ey, bin ich jetzt... Welches denn? Ah, Werkbank. Meinst du, ich bin gerade drauf gekommen, ey? Kannst du die schon bauen? Das will ich ja gerade... Nee. Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber Drahtwerkzeug... Fahrrad... Fahrrad kann ich auch... bauen. Ein Fahrrad kannst du auch bauen? So. Das ist geil. Fahrrad ist immer gut. Und dieser Schraubenschlüssel hier halt. Ja. Habe ich die Steine habe ich schon ausgepackt. Warte mal, die brauche ich noch. So. Diesen wollte ich nämlich tun. Haben wir. Das wäre oben, das stelle ich gerade her. Das ist auch oben, das kommt hier noch mit rein. Genau wie der und... Oh. Das war jetzt ja interessant, ne? Damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet. Wo haben wir denn die? Hier. Praktisch. Haben wir 100 Plaste? Ja, unten. Also soll ich mal diesen Sammler diesen Tausammler bauen? Hast du einen Wasserfilter? Ich denke, den hast du gekauft. Ja, ich hab einen. Patrick, hast du Essen? Hast du was gegen Durchfall? Warte, ja. Raus aus meiner Kiste, da aus dem Feuer. Ja, habe ich tatsächlich in der Tat. Gib mal, dann baue ich den schon mal. Warte. So eher umso besser, du alte Schnarchtante hier. Ich wäre jetzt als nächstes bei Plaste, gegangen. Rohr, Klebeband. Plaste, Rohr, Klebeband. Ein Klebeband Plaste, sind vier, ne? Plaste, Rohr, Klebeband. Plaste, Rohr, Klebeband.
Nein, ich kann aber Klebeband herstellen. Laste. Den brauchen wir nicht. Ich hatte Klebeband. Hier. Warte. Warte. Ja. Warte, wo soll ich hin? Danke. Bitteschön. Habe ich doch gerne getan. Glaube ich dir nicht. Denk doch nicht immer so negativ von mir, Jasmin. Oh, dann wollen wir mal. Ah, ich bin runtergefallen und das ist alles deine Schuld. Schande über dich. Nö. Über dich? Aua. Oh, ich bin einfach ein Krüppel. Ich leih mir mal deinen Amboss und pack ihn in die Schmiede, wo er hingehört, ne? Ja, ich wusste nicht, wo der hinkommt. Ich hab den. Ach ja, wir haben ja schon eine Schmiede, Mensch. Ja. Ah, siehst du? Ha. So. Und wie mache ich das jetzt hier? Ausrüsten? Stell ich den nach draußen oder was? Ja, das ist ja die Frage. Kann man den drinnen auch hinstellen? Sammler im Laufe der Zeit, Taufe sammeln. Kann mit Kunststoffabfällen repariert werden. Denke nicht, oder? Wenn der Tau sammelt, dann draußen, oder nicht? Ja. Ich versuch's einfach. Ja, hier drinnen passt der auch nicht hin. Weil der ist nicht gerade klein. Echt nicht. Ach, da gab es ja noch so ein, zwei Sachen, die wir bauen wollten. Oh geil, es gibt jetzt Doppeltüren. Das ist ja sexy. Hast du aber nicht toll platziert. Ich bin doch noch gar nicht fertig, aber das kann man. Kann man den wieder aufnehmen? Nee. Ist doch egal. Mensch, jetzt geh doch mal weg hier. Ach, das ist der Tausamner, der so ein Geräusch macht. Ich wollte sagen, was ist denn das? Wenn du da reingehst. Ja, ist doch egal, dass er jetzt erstmal so steht oder nicht. Kann der umkippen? Nein, aber ich wollte den einbauen. Hä, wenn wir eh umziehen, dann ist das doch eh egal. Wenn wir umziehen, müssen wir den aber da irgendwie wieder wegkriegen. Kriegen wir ja nicht. Hä? Warum hast du mich entfernt, du Affe? Du doof. Arschloch, ey. Bitte. Das ist aber keine höfliche Ausdrucksweise, ja? Hast du eigentlich gesehen, dass ich das Geländer gesteint habe? Gesteinigt? Jasmin, hast du eigentlich schon das Geländer gesteinigt? Es hat über Gott gelästert. Ich habe das aufgewertet. So, in der nächsten Folge denke ich mal, werde ich mein Bauplatz schon mal abstecken, dass wir so eine ungefähre Größe haben. Können wir einen Garten anlegen. Das wird geil. Das wird richtig geil. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Wir kommen auch langsam Richtung Blutmond. Wie viele Pfeile habe ich denn? Sieht schlecht aus. Ich hoffe, ihr seid dabei. Es wird spannend. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.